Heyo und herzlich willkommen zu dem neuen Tutorial-Video in dem neuen Channel Red Dotter Stone, wo ich euch einmal zeigen will, wie man einmal hier das Texturenpack, Singleplayer-Comments und den MC-Patcher installiert. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir fangen mal an, indem ich einfach mal das Game beende und euch diese drei schönen Dateien zeige. Die werden wir jetzt einfügen. In der Reihe MC-Patcher, Modloader, Minimap. Den Single Comments habe ich leider nicht mal gefunden, werde ich aber, wenn es möglich ist, in die Beschreibung einfügen. Und ja, dann fangen wir einfach mal an mit dem MC-Patcher. Starten, ausführen. Und da startet das gute Ding. Unten dauert es ein bisschen, bis er das Ganze halt gefunden hat. Eine kleine Fehlermeldung. Und hier halt die Sachen, die man installieren möchte. Wichtig ist halt nur HD-Textures, HD-Font und wenn man will, Random Mobs und Better Grass. Hier Option kann man einstellen, wie viel Java verbrauchen darf an MB von Arbeitsspeicher. Ich habe einfach mal 3 GB eingegeben. Und hier halt noch, was an den HD-Textures verwendet werden soll. Wasser, Lava, Feuer, Portal oder anderes. Kann sich jeder selbst einstellen. Hier sind dann halt noch ein paar unwichtige Buchstaben. Und das Wichtige ist eigentlich jetzt hier noch der Patch-Button, den man einmal drückt. Und dann wird das Ganze hier auch gepatcht. So, wenn es fertig ist, kann man es eigentlich schließen. Dann ist man mit dem MC-Patcher durch. Als nächstes folgt der Modloader, den man für sämtliche Mods braucht, wie, das weiß ich, andere von Rizogami. Also das ist der Ersteller von Modloader. Da kommt man ganz einfach in den Ordner, wenn man, bei XP weiß ich das nicht genau, aber es geht auf jeden Fall, wenn man hier auf Option geht und auf Game Location, kommt man direkt in den Ordner. Oder bei Vista und Windows 7 geht das ganz einfach, wenn man %appdata% eingibt, dann kommt dasselbe Resultat. Hier ist es. So. Um zu modden muss Minecraft geschlossen sein. Auf Bin, Minecraft, öffnen mit WinRAR oder 7zip. So. Dann Modloader. Und diese ganzen Dateien einmal hier einladen. So, ja. War viel Lachen. Egal. Hier einfach auf OK drücken und das wird kopiert. Ich habe es in dem Fall schon, also brauche ich es nicht mehr. Das gleiche mit 3S Minimap. Diese drei Dateien reintun und fertig ist das Ganze. Wichtig ist, dass wenn hier noch ein dick geschriebener Meta-Inf-Ordner ist, dass ihr den einfach mit Rechtsklick, Dateien löschen, wegmacht, weil dieser Ordner verhindert einfach, dass es dann gehen würde und der ist auch fürs Spiel einfach unwichtig. Von daher war es das auch schon. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es euch hilft und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.